Aber sagt mir, ich sollte beim Roten oder so schalten. Weil im siebten hast du so gut wie keine Beschleunigung mehr. Ja. Das ist wirklich besser, wenn du ein bisschen den blauen hochdrehen lässt. Ja, da freut sich Lada mit der Kohle. Also so zwischen blauen und roten wäre nicht optimal, würde ich sagen, oder? Das ist immer schwierig, die unteren Gänge kommen ja so schnell, da muss ich ja schnell schalten. Und die hinteren... Ich fahre ja nach Gehör, ich schaue gar nicht drauf, ich habe gar keine Zeit mehr drauf schon. Schon klar, so nach dem roten Bereich, das hörst du auch, dass er da richtig nochmal anzieht. Okay, ich habe leise gemacht den Game Sound. Aber ich glaube, ich bin ja laut genug, glaube nur der Raid Call ist etwas leise. Genau, hast du recht, Lara, beste Getränk ever. Ja, man braucht die Jungs nicht verstehen. Es ist nur so nebensächlich, weißt du? Schon fies, oder? Vom Gags hier. Aber so bin ich ja. Naja, man weiß ja, von wem es kommt. Von Loki, ne? Genau! Aber Lokis Wort hat schon Gewicht. So. So wie so Popcorn. Und war nicht irgendwie Loki auch der Gott des Scherzes oder so? Bösen Witze oder so? Hauptsache Gott, oder? Ist egal welcher. Weiß nicht. Kann mich da nicht so aus, falls es irgendwie in der griechischen Mythologie oder sowas ist. Der griechischen. Ich weiß nur, ich darf keinen Gott neben meinem Gott haben. Das habe ich irgendwo mal gehört. Weiß ja nicht mehr wo. Vielleicht im Religionsunterricht? Der ist zu lange her. Ich glaube, das ist eine der vier verblendenden Religionen, oder? Also das heißt aber, glaube ich, du darfst keinen Gags neben deinem Gags haben. Neben Gags haben, oder? Wie ist das gar nicht? Meinst du? Eine von den verblendeten Sachen, ja, das kann sein. Aber. Hauptsache, ich habe meinen Flügel offen und MP429 ist getrennt. Ich dachte zuerst, es wäre Sepang mit der Kurve, wo ich in den siebten reinfahren muss und das schön langsam runter beschleunigen. Aber so geht's wieder von der Hand. Jetzt so im Training, aber ich versteife mich halt extrem im Rennen, das Ganze. Da bin ich so angespannt. Ja, Kamui, mein Freund, was ist da los? Ja. Vielleicht, wenn du möchtest, Lara, kannst du beitreten hier. Kannst du konvertieren. Zu Gagslam oder so. Nee, das wäre zu krass, ne? Oder sowas reden wir lieber nicht hier im Stream. Ist ja auch, steht glaube ich auch unten keine religiösen Themen. Da gibt's nur Stress. Oder was meinst du, Timmy? Nein, nicht Gagslam, wenn dann der Gagswismus. Aber der Buddhismus, die. Dulden ja alle neben sich, deswegen machen wir den Gagsismus auf, okay? Okay, Gagsismus. Das klingt ja wie Sexismus. Soll ja auch heißen Gagsismus. Gagsismus, okay. Ja, geht mir eh nicht, Lara, von daher ist es eigentlich egal bei mir. Du musst dir nicht gläubig sein, reicht dir, wo du an Gags glaubst. Also nicht an den Gags selbst, sondern an meine geilen Fahrkünste hier. Problem ist, ich habe die Zielvorgabe nicht geschafft hier von diesem.
Jetzt hat er gerade Kevin gesagt. Kevin ist auf Platz 8. Wie geil hat er Kevin gesagt. Genau, woher kommst du überhaupt, Lara? Oh nein, 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 nein. Ich kann die Strecke eigentlich, aber ich passe halt gar nicht auf. Ich weiß nur, dass ich dann da den fünften bremsen muss, dann den vierten mal 50 Meter Schultern hier so einlenken, die Lenkung fast halten, müssen zurück und dann wieder einlenken. Immer diese Kevins, gell? Ja, Kevin ist mein, ist mein Teamkollege hier. Das ist mein Bro. Ich versuche halt so nah wie möglich an meine Feinde ranzukommen. Ich weiß, dass sie so treiben. Deswegen habe ich euch auch hier im Raid Call. Ach, bevor ich es vergesse, Gags Go. Ja, schau, Kevin sei Schwester, heißt bestimmt Jacqueline. Jacqueline ist ein cooler Name, so heißt einer von meiner Chance. Oh, extra deswegen. Jacqueline? Genau. Es hießen eigentlich alle immer Gags. Nur ich hatte nicht immer Bock, dass mich jeder irgendwie immer erkennt und so, weißt du? Ein bisschen Ruhe, was alleine machen. Und ich glaube, Jacqueline, es ist nicht so offensichtlich, was mit Gags zu tun. Das Lenkradgelenk eigentlich auch nicht so dreh im Stream. Wie schlägst du dich eigentlich so, Tiger, im Regen? Was machst du da für Platzierungen? Bestimmt gut, oder? Weil ich im Regen, wenn der Regen kommt, ist bei mir vorbei. Auch wenn ich Erster bin im Regen, werde ich dann Letzter. Oder ich falle innerhalb aus dem Top 10 raus. Wow. Ich muss viel mehr von außen in die Kurve. Und ich kriegst du sie gar nicht da heute? Das wird's noch nicht gelesen. Was hat er geschrieben? Kannst du mal vorlesen. Du bist mit Go-Kart. Nein, ich bin sowohl im Karl als auch im Spiel an die Regen verpackt. Ah, okay. Heißt ein Noob im Regen. Da können wir es in die Hand reichen, Genosse. Losse, Genosse! Kann man das eigentlich ausstellen, Regen, oder ist das... Ich glaube, in der Karriere nicht, aber sonst bei so Einzelrennen schon. Ist, glaube ich, auch schwer gemacht beim Formel 1 mit Regen hier. Naja, so langsam wird es auch schon wenig bitter mit dem Regen. Das ist ja da, ich glaube, in der ersten Saison von 9 Rennen 8 Regenrennen gehabt. Ja, ich glaube, insgesamt von 19 Rennen 15 Regen. Oder vielleicht 14, wenn ich übertreiben hier. Ja, das ist trotzdem heftig. Ja, auf jeden Fall. Ja, nee, mit Automatik will ich es mir gar nicht angewöhnen, sonst wenn ich das dann mache, dann muss ich wieder zurückgewöhnen, das dauert eine Stunde. Hey, was ist denn da neben mir? Ein anderes Auto.
Ziel machen. Damit ich 10% weniger Motorverschleiß habe. Stand da. Kannst du das jetzt überhaupt noch nachträglich machen? Ich muss nur einmal in die Box fahren, dann ist es wieder da. Okay. Solange das Practice hier läuft, also Training geht das. Ja, gerade da ist Automatik bestimmt schwierig zu fahren. Weil du musst ja viel früher schalten und mit wenig Umdrehung fahren, sag ich mal, damit du überhaupt beschleunigen kannst. Jetzt waren die zwei Kurven zumindest gut. Und der Rest war nicht so toll. Alles klar, Lara, dann hau dich mal hin und geh schlafen noch die 3,5 Stunden. Genau, schlaf schön, träum süß und dann viel Spaß auf jeden Fall. In Italia, Italia, bei Scuderia Ferrari. Mamma mia. Ich muss in 40 Minuten zur Arbeit. Ach du Kacke. Was treibst du denn? Bäcker oder sowas? Oder irgendwie so? Was ist das für eine Zwischenschicht hier? Nee. Halb Nachtschicht, halb Spätschicht. Nee, Nacht- und Frühschicht. Hey, wie krass, ich dachte, die Runde ist besser, aber eine Sekunde schlechter. Hm. Hat sich besser angefühlt. Achso, ich habe es ja nicht gelesen, ich habe nur gehört, dass Timmel dich verabschiedet hat. Dann wiederholen wir den Text nochmal in 10 Minuten, wenn du möchtest. Genau, und dann singen wir es da für dich. Allein nur für dich im Kanon. Ich glaube, hier habe ich sogar das Setup von King noch. Kann ich auch mal probieren, so zum direkten Vergleich. Aber besser alles vertrocknen. Naja, im Training und im Qualifying hast du auch trocken. Nur im Rennen hast du 64% Regen. Na, das heißt, also die letzten, ja. Die letzten 20 Runden oder so. Das wird dann auch wieder so ein heikles Spiel werden. Dann kommst du rein, um Reifen zu wechseln. Ja, aber egal, was ich mich entscheide, ich kann einfach nicht fahren überlegen. Das ist für mich unmöglich fast. Ich muss einen Parkinson, einen kranken Mann pflegen, bis 9 Uhr morgens. Oh! Bist du da Zivildienst oder bist du da Pfleger oder sowas, schätze ich mal? Klingt ja nicht so nett. Sorry, wenn ich es frage, wenn du mich antworten musst, ist auch okay. Ich habe ja selbst Zivi gemacht und viele krasse Sachen gesehen. Leider.